Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingestellt habt. Ich bin auch so gut, wir legen auch gleich los. Mein Gott. Bin ich froh, dass ich jetzt endlich diese Aufnahme anfangen kann. Wir haben 12.24 Uhr und die Folge kommt heute, liebe Leute. Also am 23.10. Boah. Mein Gott, ich weiß nicht. Heute ist so viel los und ich komme zu nichts richtig. Weshalb ich wollte eigentlich heute die Achterbahn weitermachen, ja. Das war eigentlich so mein Plan. Aber ich bin gerade froh, ein bisschen abschalten zu können von diesem ganzen Mist, der hier so momentan läuft und nicht so läuft, wie ich will, dass es läuft. Weshalb ich mich echt über diese Folge hier freue, die zu drehen. Da kriege ich immer meinen Kopf so ein bisschen frei oder zumindest so ein bisschen Ablenkung. Und zwar haben wir heute eine wunderschöne Kreation von Kolimoli. Kolimoli baut ja immer schöne Sachen, immer große Sachen und ich glaube auch immer ohne Mods, kann er sein? Ich glaube immer ohne Mods. Und er hat was richtig Großes diesmal gebaut, was richtig Cooles. Ich zeig's euch einfach mal. Ein Katamaran! Nennt man das so? Katamaran, ne? Katamaran gibt's auch, oder? Ich kenne die Unterschiede davon nicht. Aber das hier ist ein Trimaran. Und hier, als ich das hier gesehen habe, habe ich nicht gesehen, dass das so riesig ist. Ja, mega geil. Ich bin mega gespannt. Was immer noch komisch ist, dass hier keine Beschreibung drin steht bei den anderen. Gut, das sind meine Sachen. Da steht sowieso keine Beschreibung drin. Aber jetzt zum Beispiel hier... hier das hier, da steht eine Beschreibung drin. Ganz komisch, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Machen wir jetzt mal hier. Also, mit seinen über 45.000 Bauteilen ist der Trimaran das bisher größte fliegende Objekt, das ich jemals gebaut habe. Leider sind aufgrund der Fog, das vordere Segel, die FPS etwas im Keller. Bei Problemen einfach vorne den kompletten Mast entfernen. Es geht! Also wir haben jetzt gerade über 60 FPS. Ich limitiere ja meine Frames auf 60. Wir sind konstant immer auf den 60 gerade. Ich habe diesen Trimaran an Google-Bildern inspirieren lassen, dieses Projekt so realitätsnah wie möglich zu machen. Dank der 346 verbauten Trustern lässt sich der Trimaran verhältnismäßig gut steuern. Ui. Allgemeine Flugthruster ein und aus. Eins nach vorne neigen, zwei nach hinten, drei nach links, vier nach rechts. Okay. Fünf vorwärts, sieben nach oben fliegen, nach links fliegen. Wegen des Gewichts kaum spürbar. Okay. Nicht verbunden, dann individuelle Tastenbelegung. Nach rechts fliegen, wegen des Gewichts kaum spürbar. Bitte nicht verwirrt sein, dass manche Tasten nicht connected sind. Das liegt an meiner individuellen Tastenbelegung, die ich für mich entworfen habe. Diese Tasten sieht folgendermaßen aus. Nicht verpflichten. Eins, zwei, kann man eigentlich mehrere Tasten belegen? Geht denn das? Probieren wir das mal aus. Geht. Ja, man kann mehrere setzen, ne? Also hat Hotbar. Also im Prinzip. Ne? So geht das nicht. Ah, jetzt. Hoch, runter, links, rechts. Oder? So war das doch. Schauen wir nochmal nach. Hoch, runter, links, rechts, genau. Und. Mausbutton 4, falls vorhanden, Nummer 6. T, J, F, G. Oh je, jetzt wird's kompliziert. T, J. Achso, das sind die hier. Ne, warte mal. Hä? Ne, warte mal. T, J, F, G, H, J und T da oben. Okay. Kann ich mir das merken? Warte, ich schreib's mir schnell auf. Also, 5. Wenn er sich schon die Mühe macht, ne? Weil er hat letztens gesagt, dass er da speziell extra so eine Kombination angefertigt hat, damit das Ding sich leichter fliegen lässt. Und ja, das versuchen wir ihm zu gewähren. Und Nummer 6 machen wir dann auf mittlere Maustaste bei uns jetzt einfach. Okay, Optionen. So, genau, 5 ist T. 6 ist mittlere Maustaste, 7 ist J, 8 ist
Also F 9 ist G und 10 ist H. So. Schauen wir mal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, das machen wir jetzt weg. Ich habe zwar trotzdem nicht die Steuerung gemerkt, aber das kriegen wir schon hin. So, schauen wir uns mal das optisch an. Sieht ja mal mega geil aus. Da steckt auf jeden Fall mega krass viel Arbeit drin. Sieht optisch sehr schön aus. Auch der blaue Strich finde ich ganz angenehm. Die Räder natürlich, damit das Ding nicht auf dem Boden steht und so ein bisschen rollen kann. Wo kommt man denn rein? Hier mal einen Sensor. Was ist der? Ach, das ist wahrscheinlich automatisches Ausfahren der Reifen. Das finde ich gut. So. Wo steigt man in so einen Katamaran denn eigentlich ein? Trimaran, Entschuldigung. Ich glaube, wir haben... Haben wir hier irgendwo einen Einstiegspunkt? Nö. Zumindest sehe ich gerade keinen. Dann machen wir uns einen. Oh. Ja, wieso kann ich nichts setzen? Hä? Ich kann nichts mehr setzen. Wisst ihr, woran das liegt? Nee, die Taste habe ich ja gar nicht verändert. Ah, hier. Doch, ich habe sie aus Versehen einmal verändert. Nein. So. Doch, die hatte ich verändert, weil ich aus Versehen einmal zu viel gedrückt habe. So, jetzt. Ja, das bringt uns nichts. So. Weg damit. Wo setz ich mich jetzt hin? Ich habe überhaupt keine Ahnung von diesen Dingern. Schauen wir mal, warte mal. Und da unten? Nee, das ist ein Motor, warte. Wo ist denn der Sitz? Ah, da hinten! Da ist der Sitz! Natürlich sitzt man hinten. Oh, da sind wir hier unten. Oh. Da. Nein! Da sieht man die ganze Technik. Wow. Das sind echt viele Thruster. Okay, gut. Spannen wir euch nicht mehr so lange auf die Falter. Also, Nummer 6. Starten wir erstmal diese Thruster, ne, damit er dann so sozusagen Gleitflut. So, jetzt probiere ich das aus. Also Pfeiltasten, dann haben wir F, G, H, J und T. Wie soll ich jetzt auf die mittlere Maustaste kommen? Ach, die ist bestimmt zum Starten. So, okay. Ja, das ist natürlich cool mit dem hier zum Kippen, ne? Das kriegt auch mein Gehirn hin. So, okay, und so lenken wir? Ne, warte. Ah, mit T jetzt. Okay. Mit T geben wir Gas. Boah, das ist schon cool, gell? Ich würde gerne weiter rausscrollen, damit man das ganze Ding in voller Pracht sehen kann. Wie denke ich? Warte, so. Shibonimo! Ja! Ich glaube, wir sind extrem schnell. Oh, wir müssen rum. Rum mit dem Segelboot! Schnell! Oh, 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 oh! Werden wir anecken? Ah! Ganz leicht. Weg von der Wand. Ja. Yes, baby. So, jetzt versuchen wir zu landen. Boah, Alter. Oh, 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 das wird aber keine gute Landung. So, ja, ja, gerettet, gerettet, gerettet. Steigen, steigen. Oh. Oi, oi, oi. So. Gelandet. Oh, wir haben das Segel, glaube ich, kaputt gemacht. Ja, so.
Ich glaube, wir haben das Segel kaputt gemacht. Scheiße, das war dann doch wohl zu etwas heavy. Aber man hört den Bearing, wie der nach oben arbeiten will, aber... Ja, ist wohl zu schwer. Da oben ist ja auch so ein Windding. So, stellen wir es nochmal neu, damit wir das nochmal in voller Pracht uns anschauen können. So, warte mal. So. Gehen wir mal ein bisschen weg. Da müssen wir ein paar Kilometer in diese eine Richtung laufen, damit wir das Ding auf einem Bild kriegen. Boah! Das ist schon cool, ja. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Ich brauche ja auch einen guten Screenshot. Ja, fürs Thumb dann. So. Oh, das passt fast gar nicht richtig drauf. So. Das ist schön. Ja! Okay, also wirklich ein krasses Teil. Mit deiner Steuerung lässt sich das tatsächlich, glaube ich, deutlich besser fliegen, als wenn ich mit 1, 2, 3, 4 bis 10 tippen müsste. Weil so müsste ich ja immer überlegen, welche Taste ist jetzt für hoch oder runter. Und so mit dem Pfeiltasten ist es einfach verinnerlicht. Das ist wirklich viel besser, viel angenehmer. Lässt sich super fliegen. Sehr schön steuern. Auch in brenzlichen Situationen konnte ich das Ding irgendwie immer noch ein bisschen retten. Und viel, mit noch ein bisschen Übung kriegt man dann wahrscheinlich auch noch eine sehr schöne Landung hin, wenn man es nicht gerade so in der Kurve mit Übertreibung und Rolle und was weiß ich alles versucht. Ja, liebe Leute, ich würde im Ganzen jetzt so, was würde ich dem denn geben? Ja, also so ohne Mods, ne? Ohne Mods auf jeden Fall. Er hat ja geschrieben, er hätte gern mehr wahrscheinlich gemacht, aber die FPS haben es nicht mitgemacht. Das darf man vielleicht nicht vergessen. Okay, technisch einwandfrei, fliegt sich super. Das Einzige, was ich vielleicht gesagt hätte, was ein bisschen schade ist, das finde ich immer sehr schade, wenn das nicht so ist. Aber das ist meine Meinung, mein Gefühl. Also das ist jetzt Geschmackssache. Ich finde es immer schade, dass das Schiff oder das Flugobjekt runtergeht. Ja? Also man fliegt in der Luft und man geht dann runter. Man muss dann eine andere Taste drücken, um wieder nach oben zu kommen. Man will aber ja nicht unendlich steigen, deswegen muss man wieder loslassen. Und dann geht es aber wieder runter. Das ist ein bisschen blöd. Ich finde das immer schön, wenn das Flugobjekt oder Schiff oder was auch immer gerade in der Luft stehen bleiben kann, ohne dass es sinkt. Das finde ich immer super geil. Also das mag ich, weil dann muss ich mich nicht darum steuern, dass ich das Ding dann die ganze Zeit wieder hochgehen lasse. Dann bin ich aber zu weit oben, dann muss ich es wieder runtergehen lassen. Habe aber gar keine Taste zum Sinken. Das ist immer ein bisschen blöd. Das finde ich immer ein bisschen schade. Deswegen würde ich technisch jetzt eine 5 Plus geben. Und optisch, da es ohne Mods ist und das echt cool aussieht und mir sehr gut gefällt, dann hast du da verschiedene Weißtöne rein. Das sieht immer so ein bisschen grau aus, gell? Sehr cool. Dadurch sieht es natürlich noch ein bisschen mehr aus wie ein Segel. Also optisch würde ich dem, da es ohne Mods ist, ja, schon eine 6 geben. Also ich könnte es nicht besser machen und ich wüsste auch gar nicht, was man da besser machen soll.